Urteil über jemanden, der nicht betet? Wie ist das Urteil über jemanden, der nicht betet? Das ist eine umstrittene Sache von der damaligen Zeit bis zur heutigen Zeit. Und es gab einige von den Gelehrten, sie haben gesagt, es gibt ein Ijma' unter den Sahaba, dass derjenige, der nicht betet, ein Kafir ist. Und genauso wie bei Al-Mughni verzeichnet ist, von Ibn Qudam al-Maqdisi, rahimullah ta'ala, sagte er, dass Leute von der anderen Seite, auch von den Salaf, behauptet haben, dass es ein Ijma' gibt, dass derjenige, der nicht betet, kein Kafir ist. So. Und tatsächlich, weder die eine Seite hat ein Ijma' noch die andere Seite hat ein Ijma'. Die stärkste Überlieferung ist von Abdullah ibn Shaqiq, rahimullah ta'ala, dass er sagte, die Sahaba, und die Überlieferung ist bei Tirmidhi, und Sheikh al-Albani hat sie als authentisch klassifiziert, er sagte, die Sahaba sahen nichts in ihrer Zeit als Kufr an, außer das Verlassen des Gebets. Außer das Verlassen des Gebets. Das ist der stärkste Beweis von denjenigen, die sagen, derjenige, der nicht betet, ist ein Kafir. So. Aber weder Imam Abu Hanifa, noch Imam Malik, noch Imam Shafi'i haben das als Konsens verstanden. Und insofern sagen wir, das ist eine Sache, die ein Meinungsunterschied ist. Weder hat die eine Seite ein Ijma', noch hat die andere Seite ein Ijma'. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.